Auf Snapchat gibt es aktuell einen neuen Filter, der von den Sims geteilt wurde. Diesen möchte ich euch in diesem Video kurz vorstellen und frage mich, warum er überhaupt existiert. Ein Kollege hat mir heute Morgen doch eine ziemlich interessante Entdeckung geschickt, und zwar gibt es jetzt auf Snapchat einen Die Sims-Filter. Ehrlich gesagt, ich habe zuerst so gedacht, dass es vielleicht nicht von den originalen Entwicklern ist, also irgendein Fan-Ding, aber es ist wirklich so, wenn ich auch selber die App öffne. Wenn man jetzt mal sich seine Filter genauer anguckt, dann, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist jetzt auf jeden Fall hier dieser Die Sims-Filter. Ich dachte mir, den schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Also eigentlich kann man gar nicht so viel machen. Es gibt Hunde und Katzen mit Plumbobs über den Köpfen, also, und irgendwie das Gesicht wird so ein bisschen komisch bearbeitet. Also wenn man schon so einen Filter macht, hätte man doch irgendwas Cooleres draus machen können. Also wenn man auf mehr erfahren klickt, kommt man auf diese Play with Life Website. Aber ansonsten, ich weiß auch nicht. Man kann die Kamera, wenn man die umdreht, kann man die Tiere hier auch auf dem Tisch platzieren. So viele wie man will. Aber ehrlich gesagt, von der Idee, wenn man sowas macht, ist es doch eigentlich ziemlich cool. Aber ich weiß nicht. Wenn man das mit Sims oder so gemacht hätte, hätte ich das viel cooler gefunden. Stellt euch mal vor, man hätte irgendwie quasi so irgendeinen Sim erstellen können auf Snapchat und dann würden die hier auftauchen. Das wäre auf jeden Fall witzig. Könnte man seinem Sim-Self so auf der Hand halten. Wenn man ganz viele Tiere hier platziert, dann haben die auch verschiedene Farbalternativen. Das ist vielleicht noch ganz cool. Aber ansonsten, ich weiß auch nicht, wann man das verwenden soll. Coole Idee, aber hätte man vielleicht irgendwie was ein bisschen passenderes zu den Sims doch machen können. Weil so, ich weiß auch nicht. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diesen Filter ebenfalls seht und ob ihr meine Meinung teilt. Ich denke jetzt mal sowieso, dass wir zu den Sims derzeit, zur derzeitigen Situation mit dem ganzen Coronavirus doch vielleicht gar nicht so viel sehen werden. Jetzt dauert es erstmal eine ganze Zeit, weil die Entwickler ja ebenfalls wahrscheinlich entweder im Homeoffice sind oder aktuell auch nicht die Möglichkeit haben, so zu arbeiten. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass jetzt erstmal vielleicht so eine kleine Funkstille kommt, bis dann mal die nächsten Inhalte wieder kommen. Vielleicht haben sie auch schon was vorbereitet, was so gut wie fertig ist, aber das wird auf jeden Fall nochmal spannend. Und währenddessen müssen wir uns mit sowas hier zufrieden geben. Aber die sind auf jeden Fall ganz niedlich, bewegen sich, machen sehr laute Geräusche, sehr gruselig. Das kann man jetzt hier, ich habe den Ton ausgemacht, deswegen kann man das nicht so sehen. Aber ja, okay. Dann würde ich sagen, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich dachte mir, ich stelle das jetzt einfach mal in so einem kurzen Video vor. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was jetzt so demnächst noch kommen wird. Falls es natürlich neue News zu The Sims 4 gibt, dann werde ich euch natürlich da auch auf dem Laufenden halten. Und dann würde ich sagen, sieht man sich in einem der nächsten Videos wieder. Thank you.